So, ihr Lieben, schönen guten Abend. Ich nehme euch direkt das Recht weg, euch nicht mehr stumm zu schalten. Ich hoffe, das ist in Ordnung für euch. Passt auf. Ich weiß nicht, wo das hier heute Abend hinführen wird. Ich bin ehrlich. Ich bin kein Motivationscoach. Ich bin keiner, der sich hier irgendwie eine Präsentation zurecht machen, euch irgendwas erzählen will. Ich weiß, es kann auch sein, dass das Ganze hier relativ hässlich wird. Ja, weil ich werde kein Blatt vor den Mund nehmen. Worum es mir geht heute, ist relativ einfach, ist relativ simpel. Ich bin jetzt eine ganze Weile auf Social Media unterwegs und ich bin mit einigen von euch in Kontakt und ich liebe euch alle. Aber mir geht das richtig auf den Sack, was da von einigen einfach fabriziert wird. Und es gibt ganz, ganz viel Scheiße, die da draußen kursiert. Und ich will, dass ihr nicht zu diesen Lappen gehört, die einfach nichts im Leben geschissen bekommen. Ich will nicht, dass ihr euch Sachen schönredet. Ich will nicht, dass ihr von Sachen wegrennt, sondern dass ihr dem Mist in die Augen schaut und was ändert. Es geht hier nicht um Trading. Es geht hier nicht um irgendwelche Binsenweisheiten, weil diese Binsenweisheiten, ich kann mittlerweile kotzen. Ich will euch ein ganz kurzes Beispiel nennen. Ja, auf Instagram werden ganz, ganz viele von diesen Motivationszitaten, werden ganz, ganz viel gepostet. Ja? Motivation ist ein ganz großes Ding. Irgendwelche Sachen reposten, dann bist du toll. Wenn du irgendeine Seite findest, der du folgst und einen coolen Spruch einfach mal irgendwo hin postest. Überleg dir als erste Frage, die ich an dich habe, überleg dir einfach mal, wie viel du von dem Mist, den du einfach bei Social Media promotest, wie viel du da einfach rumschickst, wie viel lebst du selbst? Beantworte dir die Frage selbst. Nimm dir mal kurz 2, 3 Sekunden, überleg dir, was habe ich die letzten 2, 3, 4 Tage gepostet, gepostet, weil es ja schön liest, aber was mache ich denn davon? Die Antwort ist sehr, sehr ernüchternd. Die meisten von uns machen nichts. Und ich bin kein Psychologe, aber ich habe mit der Zeit gelernt, meinen Scheiß geregelt zu bekommen. Und ich bin verdammt glücklich, das zu machen. Auch wenn ich meine latent aggressive Art hier gerade an euch auslasse, mir ist halt einfach wichtig, Leute, dass wir was geschissen bekommen. Und das müssen wir hinbekommen. Also, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, Leute, und das sehe ich immer und immer und immer wieder jeden Tag, ist dieses doofe Gelaber. Bevor ihr, ich möchte euch bitten oder macht es als Experiment, bevor ihr in den nächsten Tagen irgendwas repostet von wegen Double Tap, wenn du der nächste Millionär aus deiner Familie wirst, Double Tap, wenn du bald einen Lamborghini fahren wirst, diese Affirmationen sind ja schön und gut, die helfen dir aber nichts, wenn du nicht deinen Scheiß zusammenbekommst. Und woran liegt es meistens, dass du deinen Scheiß nicht zusammenbekommst, dass du gar nicht weißt, woran es liegt, warum du scheiterst? Die meisten Leute wissen nicht, woran es liegt, dass du undiszipliniert bist, dass du scheiterst und so weiter und so fort. Und normal, ich rede hier sehr, sehr general, rede hier sehr, sehr oberflächlich. Hier sind bestimmt auch einige unter uns, bei denen alles Hammer läuft. Bin ich überzeugt von. Ich glaube aber, dass viele unter uns auch sind, bei denen es nicht Hammer läuft. Und ein ganz großer Punkt ist, face your shit. Schau dem Scheiß, den du hier jeden Tag machst, guck dem in die Augen. Guck dir an, was du jeden Tag machst. Du gehst zur Arbeit. Ich will gar nicht über dieses 9 to 5 irgendwie groß drum herum reden. Du weißt selber, ob das gut oder schlecht ist. Aber überleg dir mal folgende Situation. Du kommst abends nach Hause nach deiner Arbeit. Und dann sagst du, dann fängst du schon an, du hast gar keinen Bock auf Sport zu machen. Du hast keinen Bock, deinen Haushalt zu machen, keine Ahnung was. Du bist wahrscheinlich sogar noch gestresst von deiner Arbeit, was auch immer. Du hast gar keinen Bock, einen schlechten Tag gehabt, was weiß ich. Und dann bist du da. Und freust dich schon aufs Wochenende. Das ist der eine Punkt. Das heißt, 5 von 7 Tagen machst du irgendeinen Mist, machst du irgendwas, um deinen Pflichten nachzukommen, damit du 2 von 7 Tagen irgendwas machen kannst. An diesen 2 von 7 Tagen ist der berühmt-berüchtigte Sonntag, der Tag vor dem Montag, wo du schon wieder absolut keinen Bock hast auf das, was Montag läuft. Leute, ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe mich 5 Jahre durch ein Chemiestudium gequält und habe ein duales Studium gemacht, wo ich nebenbei arbeiten musste. Ich hatte sowas von keinen Bock auf diese ganzen Hackfressen, die da rumgelaufen sind. Definitiv nicht. Da wusste einer besser als der andere was. Ich habe im Fraunhofer-Institut Umsicht in Essen gearbeitet. Da waren die Experten, die dir noch nicht mal auf dem Weg Hallo gesagt haben. Ich hatte schon keinen Bock, morgens aus dem Auto auszusteigen und in diesen Flur zu gehen, weil ich wusste, wenn du die Leute siehst, die sagen dir noch nicht mal Hallo. Soll aber auch gar nicht darum gehen. Ich will, dass du einen Blick dafür bekommst, was du die ganze Zeit machst, warum du das Ganze machst. Und die meisten von uns denken, dieses normale Arbeiten gehen, wie auch immer,
Das machen wir halt, weil wir Miete bezahlen müssen, weil wir halt Geld verdienen müssen. Es ist so viel fucking Geld auf diesem Planeten, dass du mit Sicherheit auch auf anderen Wege zu Geld kommen kannst, auf legaler Weise. Ich sage jetzt nicht, du sollst hier Heroin verticken oder sowas, aber auf legale Art und Weise sollst du irgendwie an Kohle kommen. Und du sollst dich tausendprozentig darum kümmern, dass du das selbst erkennst, was in deinem Leben abgeht. Ich garantiere es. Der größte Teil deiner Existenz basiert auf Ausreden. Ich garantiere es dir. Entweder, egal wo du jetzt bist, egal was du gerade machst, entweder ist es, weil es deine Eltern wollten, weil es deine Freunde wollten, weil du sagst, keine Ahnung, ich musste das machen, weil ich keinen Zugang zu Bildung hatte, weil ich zu wenig Geld hatte. Dein ganzes Leben beruht sich meistens auf Ausreden. Irgendwelche Auswege. Das Problem an Ausreden ist noch nicht mal, dass sie nicht existieren. Glaub mir, Leute, ich glaub dir, dass du vielleicht schlechte Ausgangssituationen hast. Ich glaub dir, dass es vielleicht nicht cool lief. Aber das Problem ist, was bringt dir das rumzuheulen und nichts zu ändern? Da ist dein gesamtes Leben eine Ausrede. Und dafür möchte ich dir kurz eine Geschichte erzählen, die maßgeblichen Einfluss auf mein Leben hatte. Ich weiß nicht, ob du den kennst, Andy. Ich glaube, Andy Häuser heißt er. Ist einer der bekanntesten Bergsteiger der Welt. Ich will dir ganz kurz zu seiner Geschichte erzählen. Der junge Mann kommt aus Südtirol. Der hatte früher keine Freunde. Der wurde früher von seinen Nachbarn sehr, ich sag mal, ja, verachtet oder einfach nicht wertgeschätzt. Sein bester Freund, und das ist sehr, sehr traurig, war ein Hund. Sein allerbester Freund war ein Hund. Und mit diesem Hund hat er seine gesamte Schulzeit durchgearbeitet. Das Problem ist, dass der Andreas, nicht gut in der Schule war. Das Problem ist, dass er sogar auch von Lehrern abgestoßen wurde. Das Problem ist, dass er ein ganz, ganz elendes Leben hat. Und ich will euch auch verraten, warum. Weil dieser junge Mann blind war. Der junge Mann ist blind geboren worden und mit ganz, ganz schwacher Sehkraft auf die Welt gekommen und hatte seitdem an nur Palaver. Und jedes Mal, wenn er von der Schule, so ist es mir berichtet worden von ihm selbst, wie jedes Mal, wenn er von der Schule mit seinem Hund nach Hause gekommen ist oder mit seinem Hund Gassi gegangen ist nach der Schule, kamen die Nachbarn und haben immer wieder gesagt, das ist der Blinde. Das ist der Blinde hier aus dem Dorf. Die Leute haben sich für ihn geschämt, dass er blind war. Naja gut, wie es denn so ist, ist Andy Häuser, weil hat weitergemacht, hat sein Leben so gelebt, wie er es leben sollte, wie es ihm vorgegangen ist. Und er hatte eine ganz, ganz große Vision, hatte einen großen Wunsch. Und dieser große Wunsch war, Berg zu steigen. Und jetzt haben alle Leute haben ihm gesagt, Junge, Bergsteigen, das kannst du doch nicht. Wie will ein Blinder Bergsteigen können? Wie will ein Blinder hier die Möglichkeit haben, Berg zu steigen? Andy Häuser war der erste Mensch nach 53 Jahren, der den Mount Everest als erster Blinder bestiegen hat. Zu Lebzeiten kommt er immer wieder, der Typ lebt noch. Immer wieder, wenn er zurück in seine Heimat kommt. Für das, wofür er früher ausgelacht wurde, dass der Typ blind ist, wurde er damals gehänselt, wurde er damals verachtet. Jetzt ist der Typ relativ reich. Er hat ein eigenes Buch geschrieben, beziehungsweise schreiben lassen, hat den Mount Everest bestiegen und hat ein extrem schönes Leben. Ihm geht es extrem gut. Und die gleichen Leute, die damals gesagt haben, aus dem Typen wird nichts, der wird niemals irgendwas hinbekommen. Die gleichen Leute sagen jetzt, der hat's gut, der hat ja was Besonderes, der ist ja blind. Ist ja einfach für den, dass der jetzt so viel Geld hat. Der hat aus seiner Blindheit halt jetzt einfach was gemacht, der war halt besonders. Was ich damit sagen möchte, ist, Leute, egal was ihr für Ausreden habt, egal an welcher Stelle ihr im Leben seid, ihr seid selbst fucking nochmal verantwortlich für das, was ihr daraus macht. Und ich kann euch einen Tipp geben. Und dieser eine Tipp, der ist zwar relativ hart, aber der hat mich deutlich weitergebracht. Dieser eine Tipp lautet, hört nicht auf Familie und Freunde. Das Problem ist, Familie und Freunde wollen vielleicht das Richtige und das Wichtige für dich, aber aus ihrer Perspektive. Als meine Familie gesagt hat, wander nicht nach Dubai aus, fang nicht an mit Trading, wollten die das Beste für mich, weil das für die Personen ein komplett fremdes Thema war. Für die waren Finanzen Dubai ganz gefährlich. Kann ich verstehen,
Alles gut. Hätte ich auf diesen Rat gehört, würde ich immer noch in diesem jämmerlichen Leben leben und alle Leute verachten und ein super, super negativer Mensch sein, weil ich genau mit dieser Denkweise weiterleben würde. Eure Familie, eure Freunde, auch wenn es beste Freunde sind, die wollen wahrscheinlich euer Bestes, aber aus ihrer Perspektive und beurteilen dein Leben aus ihrer Perspektive. Das Problem ist, du musst dein Leben leben und nicht andere müssen dein Leben leben. Ich habe irgendwann für mich festgestellt, dass selbst meine besten Freunde meistens Lebensabschnittsgefährten sind. Dass sie zu einer bestimmten Zeit sehr, sehr gut in meine Lebenssituation passen. Zu Schulzeiten waren es Schulfreunde. Zu Unizeiten waren es Unifreunde. Als ich dann gearbeitet habe, hatte ich Arbeitskolleginnen und Kollegen gehabt. War alles super. Jetzt, wo ich mein eigenes Ding mache, jetzt, wo ich die Person werde, die ich wirklich sein will, habe ich von diesen Freunden, die ich vorher hatte, fast keinen mehr. Und jetzt denkt ihr euch vielleicht, ja, aber bei meinen Freunden ist das anders. Bei mir ist das komplett anders. Absoluter Bullshit. Wir sind alle der goldene Schnitt. Wir sind alle ein Teil vom Ganzen. Statistisch gesehen wird es bestimmt 9 von 10 Leuten genauso gehen, wenn ihr euch entscheidet, wirklich mal richtig durchzuziehen. Wenn ihr euch wirklich mal entscheidet, euren Ausreden zu trotzen und einfach mal checkt, was bei euch abgeht. Ihr müsst einfach mal realisieren, wo ihr lebt, was ihr macht, ob ihr damit zufrieden seid. Wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, wenn ihr irgendwo auf Bock habt und es muss noch nicht mal viel Geld sein. Ich verstehe Leute zwar nicht, die sagen, Geld ist mir nicht wichtig, weil dann frage ich mich, wie willst du denn deine, egal wo du auf der Welt leben willst, wie willst du deine Miete bezahlen, wie willst du Essen und Trinken sicherstellen, vor allem, dass es sauberes Essen und Trinken ist, wie willst du sicherstellen, dass du medizinische Versorgung hast und zwar nicht irgendeine Drecksversorgung, sondern dass du zumindest überleben kannst, wenn du ein Bein brichst und nicht dir das selbst amputieren musst? Wie willst du sicherstellen, wenn du sagst, du willst reisen? Wie willst du deinen Flug bezahlen? Wie willst du deine Unterkunft bezahlen? Geld ist verdammt nochmal wichtig, aber ich kann verstehen, dass ein Lambo oder ein Ferrari nicht auf der Bucketlist von jedem steht. Ich bin aber überzeugt davon, dass für uns alle deutlich interessanter ist, diese Freiheit, diese Unabhängigkeit zu bekommen. Und jetzt kommt schon wieder zurück, jetzt reden wir über Freiheit und über Unabhängigkeit. Wenn du sagst, ja, Geld ist vielleicht für mich nicht so wichtig, aber unabhängig sein ist für mich wichtig. Abhängigkeit fängt schon davon an, wenn du irgendwas machen musst, worauf du gar keinen Bock hast, damit du was bekommst, was du haben musst. Und damit machst du dich abhängig, sowohl von Arbeitgeber, Arbeitgeberin, wie auch von Partnern, wie von Freunden. Wenn du abhängig von einer Freundschaft bist, weil du sagst, dir geht es damit gut, hast du nie die volle Kontrolle über das, was abgeht. Wenn du abhängig davon bist, ob dein Arbeitgeber dir Urlaubstage zur Verfügung stellt, damit du in den Urlaub kannst, verfügt jemand anderes über freie Zeit für dich. Da bist du wieder unfassbar abhängig. Und wenn das passiert, du musst es doch nicht mal selbst entschuld sein, kannst du nicht die volle Kontrolle haben. Beispiel. Du setzt dich in ein Auto. Wenn ich dir sage, Unfall. Unfall ist nicht geil. Unfall verbinden wir alle mit negativen Emotionen, oder? Unfall, irgendwie, keine Ahnung, Schaden, Gesundheit, was auch immer, Tod, Verletzungen, verbinden wir alle mit richtig großem Mist. Das Problem ist, dass ein Unfall mit Kontrollverlust assoziiert wird. Und da hat es dramatische Ausmaße, die wir alle kennen. Das Ding ist, wenn wir jetzt auf einmal anfangen, in unserem Alltag irgendwie über Kontrollverlust zu sprechen, da denken wir an ohnmächtig werden oder hier und da. Kontrollverlust beginnt viel, viel früher. Kontrollverlust beginnt dann, wenn du nicht dein eigener Herr oder nicht deine eigene Frau allein schon über deine Zeit bist. Wenn du noch nicht mal entscheiden kannst, was du tagtäglich essen möchtest, wann du aufstehen willst, wann du ins Bett gehen willst, wann du dich um deine Familie kümmern willst, was auch immer, dann gibst du die Kontrolle aus der Hand. Und das kann für eine Zeit lang in Ordnung sein. Klar, das Leben ist kein Wunschkonzert. Wir können nicht alle die super Entrepreneure sein und unsere Millionen verdienen. Ist mir auch bewusst. Aber die, die heute Abend hier im Call sind, können es mit Sicherheit. Zumindest 10%, zumindest 20% davon. Aber erstens nur dann, wenn wir uns selbst realisieren, was überhaupt abgeht. Du musst dir im Klaren sein, was du im Leben haben willst. Und wenn du das nicht weißt, was du im Leben haben willst, wenn du nicht diese
die Vorstellung hast, was, worauf ich Bock habe, dann sollte es dir zumindest klar sein, was du nicht haben willst. Und das war ein ganz, ganz ausschlaggebender Punkt, der für mich im Leben sehr, sehr spannend war. Und ich will für euch jetzt nicht, ich rede hier nicht als Mentor, ich rede hier nicht als Typ, der super viel gerissen hat. Ich will hier als Freund reden und euch so ein bisschen davon erzählen, was mir mal meinen Kopf klar gemacht hat. Für mich war nicht bewusst, wo ich hin will. Ich wusste nicht, dass Dubai für mich super ist. Ich wusste nicht, dass 1 Million Euro auf dem Konto für mich super ist. Keine Ahnung. Aber ich wusste, was ich nicht will. Armut und vor allem jeden Tag schlecht gelaunt sein. Und vor allem war mir eigentlich wichtig, dass ich nicht das machen muss, worauf ich gar keinen Bock habe. Ich wusste noch nicht mal, worauf ich Bock habe. Ja, ich bin irgendwann gerne ins Fitnessstudio gegangen, habe irgendwann gerne gezockt, so habe irgendwann gerne, Badminton gespielt. Das waren Sachen, die ich ganz gerne gemacht habe. Das waren nicht Sachen, wo ich dachte, damit mache ich irgendwann Geld, davon lebe ich irgendwann. Aber ich wusste, dass ich hier drauf absolut keinen Bock habe. Ich habe eine Zeit lang in der Pharma gearbeitet. Das heißt, ich bin nach meinem Chemiestudium, was ich sehr gut abgeschlossen habe, habe ich mich schön erniedrigt und bin als Pharmaberater, so nennt man studierte Pharmaverkäufer, bin ich als Pharmaberater zu Doktoren gefahren und Doktorinnen, musste denen meine Produkte verkaufen, musste denen meine schönen Produkte verkaufen. Die Leute, die in Weiß vor mir standen, ich habe absoluten Respekt vor dem Horizont, vor dem Wissen, vor der Informationsgewalt von Ärztinnen und Ärzten, Doktoren, ja, und Doktorinnen, ne? Also von Medizinpersonal. Absoluten Respekt. Aber glaubt mir, wie du als Mensch behandelt wirst, wenn du ein Pharmaberater bist und zu einem studierten Arzt gehst, du wirst als unterste Schublade behandelt. Als wenn du Rotze wärst. Da hat sich noch nicht mal, die gucken dich noch nicht mal an. Die sagen dir über die Schwester, lassen sie dir sagen, lass einfach ein bisschen Infomaterial da liegen, dann kannst du wieder abhauen. Zu dem Zeitpunkt war mir eins klar. Erstens, was für ein Bastard an Mensch da draußen überhaupt existiert. Und zweitens ist mir klar geworden, dass anscheinend Zeit von anderen Personen wertvoller ist als meine eigene Zeit. Das heißt also, hier werden Menschen aufgewogen, hier wird Qualität aufgewogen. Und das war für mich ein Auslöser, das war für mich ein Grund, was ich definitiv nicht für mein Leben wollte. Das heißt also, wir können von zwei Standpunkten im Leben eigentlich immer kommen. Entweder wir wollen zu irgendwas hin, ja, hin zu irgendetwas, zu einem Wunschzustand, oder wir wollen von irgendwas weg, weg von einem Schmerzzustand. Das hat mich so gekränkt. Ich komme aus der sozialen Unterschicht. Wir haben gar keine Kohle gehabt. Wir haben sogar Sachen verkaufen müssen. Erbstücke meiner Oma, meine Uroma, das war eine Goldmedaille. Dafür haben wir 1.800 Euro bei der Sparkasse bekommen. Wir mussten sowas verkaufen. Wir mussten Gold verkaufen, unsere Urgroßoma, damit wir Kohle zum Essen haben. Also wirklich unterste Schicht. Sollte sie aber nicht rumheulen. Ich wusste aber, dass ich das nicht will. Ich wusste, dass ich davon weg will. Und dieser Schmerz, so scheiße behandelt zu werden, aufgrund meiner Herkunft, aufgrund von, dass ich halt keine Kohle hatte, allein schon in der Schule teilweise auch, dass ich Sachen von meinen Cousins aufgetragen habe, wusste ich, davon will ich weg. Und wenn ihr irgendwas seht oder irgendwas fühlt, dass euch irgendwas unangenehm, dass ihr irgendwo keinen Bock drauf habt, ihr müsst realisieren, ob ihr davon weg wollt oder nicht. Wenn ihr davon nicht unbedingt so krass weg wollt, wenn ihr sagt, es ist halt unangenehm, ist der Schmerz nicht so groß. Dann ist das kein Thema. Dann könnt ihr das weitermachen, definitiv. Aber wenn ihr euch irgendwo hinquält und hier und da, dann kommen zwei Probleme auf. Ihr habt Schmerz, aber ihr habt auch Gewohnheit. Und diese Gewohnheiten sind sehr interessant, weil Gewohnheiten helfen uns in der einen Situation, das sehr, sehr gut ist, um Dinge, worauf wir gar keinen Bock haben, trotzdem zu machen. Steuererklärung, bügeln, kochen teilweise, ja, wie auch immer. Das heißt, wenn wir irgendwas zur Routine machen, irgendwas zur Gewohnheit machen, können wir schlechte Dinge routiniert abarbeiten, das ist was Gutes für uns. Eat the Frog-Prinzip, das, worauf wir keinen Bock haben, zuerst machen. Das Problem ist, dass uns Gewohnheit aber auch dazu führt, dass wir bequem werden, dass wir Dinge nicht mehr wertschätzen und dass wir Veränderungen nicht mehr wahrnehmen. Veränderungen im Sinne von Negativen. Jetzt arbeiten wir für einen Konzern 5, 6, 7 Jahre und wir kriegen keine Gehaltserhöhung. Wir müssen immer mehr arbeiten, wir kriegen immer mehr Verantwortung, wir werden immer abhängiger. Wir haben immer mehr Leute, sind von uns abhängig.
Ja, das heißt, unser emotionaler Druck wächst und wir sind halt einfach gewohnt, in dieser Position zu sein. Was wir aber nicht gewohnt sein können, ist ein emotionaler Zustand. Dieser emotionale Zustand kann sich mit der Zeit deutlich verschlechtern. Was passiert? Ihr wollt Urlaub haben, ihr wollt Freizeit haben, ihr wollt in einen Zustand kommen, wo ihr über eure Zeit frei verfügen könnt. Und die müsst ihr erstmal beantragen. Und dann kommt, wir haben gerade Saison, du kannst ja nicht frei nehmen, ja, deine Frau wird schwanger oder dein Mann hat, keine Ahnung, sorry, dass ich das jetzt sage, aber hat irgendeine schwere Krankheit. Ich hoffe, ich trete keinen der dir zu nahe, aber doof gelaufen. Wir brauchen dich halt hier, der Laden muss ja irgendwie weiterlaufen. Das sind ganz, ganz schlechte, das sind ganz, ganz negative Assoziationen, die ich hier aufbringe. Ich will dir aber nicht sagen, wie schön die Welt ist. Ich will dir sagen, was häufig passiert. Und einige dieser Dinge, die ich hier genannt habe, sind mir selbst passiert. Und ich war einer der immer gesagt habe, das passiert sowieso den anderen. Ja, mir passiert das nicht. Ich habe einen festen Job, ich habe mein Gehalt, ja, ich habe Chemie studiert, ich werde immer einen Job finden. Ihr glaubt gar nicht, wie viele meiner Kommilitonen gerade verzweifelt Jobs suchen. Ihr glaubt gar nicht, wie viele ihren Job während Corona verloren haben. Und glaubt mir, die Leute, die ihren Job verloren haben und die jetzt wirklich an der Existenzgrenze leben, auch weil sie falsch gehaushaltet haben, will ich gar nicht bestreiten, aber die jetzt wirklich an der Existenzgrenze leben, glaubt mir, die Leute haben nicht gesagt, ich bin bestimmt einer von den Personen, die ihren Job verlieren. Ich bin bestimmt einer derjenigen, der bei denen es nicht gut laufen wird. Die haben genauso gesagt, es wird nur die anderen treffen. Was können wir also aus dem ganzen Kladderadatsch machen? Erster Punkt, und dazu möchte ich jede Person, die heute hier dabei ist, einfach mal aufrufen. Check einfach mal, was bei dir abgeht. Mach dir eine Strichliste, so behindert das klingt, so wirklich bescheuert das klingt. Mach dir einfach mal eine Liste und überleg dir mal von deinen 24 Stunden, die du am Tag hast, sagen wir einfach mal minus 8 Stunden Schlaf, ist für die meisten schon Luxus, 8 Stunden schlafen zu dürfen. Ja, weil meistens die Arbeit um 5 Uhr, 6 Uhr morgens beginnt, was biologisch gesehen nach deiner biologischen Uhr im Dunkeln aufzustehen nicht Sinn der Sache ist für deinen Körper Biologie. Will ich einfach mal so behaupten. Keine Ahnung. Selbst wenn du um 8, 9 Uhr aufstehst, wenn es langsam hell wird, überleg dir, was du aus deinen 16 Stunden, die du machst, was du da gerne machst, was du da einfach machst, weil du es halt machen musst, aber kein Problem damit hast, was du damit ungerne machst. Spiel das mal in der typischen Montag- bis Freitag-Woche durch. Und Montag bis Sonntag. Machen wir die gesamte Woche. Spiel das mal durch. Sammel mal alle Häkchen, sammel mal alle hier, alle neutralen und sammel mal alle negativen Punkte. Und guck dir mal die Bilanz am Ende der Woche an und multipliziere das mal 52 für ein gesamtes Jahr. Die meisten werden das von uns eh nicht machen, weil die meisten von uns sogar zu faul sind, sowas zu machen. Für die Leute, die das machen, herzlich willkommen im 5% Club. Herzlich willkommen, wenn ihr seht, was für ein erbärmliches Leben die meisten von uns leben müssen. Und das ist für ein Jahr gerechnet. Jetzt habt ihr 20 Jahre, ich behaupte, in den ersten 10, 11, 12 Jahren habt ihr vielleicht ein bisschen Spaß, aber ihr könnt gar nicht kognitiv so viel verarbeiten, was euch im Leben irgendwas bedeutet. Wir sind Infanten, wir sind kleine Kinder. Wir spielen einfach irgendwas. Dann kommt Schule, dann kommt Studium. Selbst wenn dich das interessiert, was du studierst, diese Verpflichtungen und so weiter und so fort, bringen trotzdem immer einen negativen Beigeschmack mit. Fängst du vielleicht mit 21, mit 22 Jahren an, irgendwas zu machen? Das machst du, bis du 63 bist, aktuell 64, vielleicht bis du 68, 70 bis du in Rente gehen kannst. Ich will gar nicht anfangen mit diesem Standardgeplänkel, ja, Rente hier und da. Ich will dir nur sagen, die größte Lebensspanne, da wo es dir eigentlich gut geht, solltest du nicht Freitag, Samstag und Sonntag das machen können, worauf du Bock hast. Vor allem solltest du nicht 5 von 7 Tagen, 6 von 7 Tagen, egal wie viele Tagen, in absoluter Abhängigkeit sein. Dass wir nicht 100% häufig frei sein können, ist mir klar. Es gibt natürlich auch die Klugscheißer, die jetzt sagen, ja, aber Dominik, du bist ja auch abhängig von der Regierung in Dubai, du bist ja auch abhängig von den Märkten. Das Problem ist, dass wir nichtsdestotrotz die Möglichkeit haben, in der Zeit, die wir haben, uns die Zeit zunutze zu machen, um uns selbst irgendwas aufzubauen, was uns relativ frei machen lässt. Wir finden immer irgendeinen Ursprung, irgendeine Quelle des Unglücks. Ich bin abhängig von Dirhamkurs. Ich bin abhängig von der Weltwirtschaftspolitik. Mein Gott, sind wir alle. Aber was ein ganz großes Glück, was ich feststellen durfte,
ist die Fähigkeit, frei über meine Zeit zu verfügen, unabhängig zu sein, das zu machen, worauf ich Bock habe. Und es kann mir kein Mensch auf der Welt erzählen, dass das nicht das Ziel von dem Großteil von 95% aller Menschen ist, frei über das zu entscheiden, worauf du Bock hast und keinen Bock hast. Ich muss auch meine Firma je einmal im Jahr neu anmelden, beziehungsweise verlängern und habe keinen Bock auf den Bürokratie. Ich habe auch keinen Bock, 20.000 Euro dafür einmal im Jahr zu bezahlen. Das ist aber der Preis, den ich zahlen muss, um einen viel größeren Preis zu bekommen. Und das ist, was ein jeder von euch im Kopf haben muss. Das meiste ist, dass wir einfach nur irgendwas ausführen und in einem Trott gefangen sind. Und das Ding ist, was sich damit halt einfach auch ganz, ganz krass etabliert ist, diese super negative Denkweise. Wir Deutschen haben eine ganz, ganz ekelhafte Denkweise. Die, die irgendwo erfolgreicher sind, die irgendwo was machen und hier und da, das sind alles die Bösen. Geld ist böse, alles ist scheiße. Nur ich bin richtig, nur das, was ich mache, ist richtig, weil ich habe ja einen Plan vom Leben. Und alle anderen, ja, entweder Gleichgesinnte, die sind gut, aber die was anderes machen, sind doof und deswegen muss ich mich abschotten. Dieser toxische Mist, der da draußen abgeht, distanziert euch von diesem toxischen Mist. Ich habe mir, und das ist, ihr kennt bestimmt Dean Schneider, das ist auf Instagram ist das einer, der mit so Wildtieren in Afrika, der da zusammenlebt und so weiter und so fort. Geiler Account. Ich habe mich von dem letztens sogar noch inspirieren lassen, weil der gesagt hat, es hat geregnet und meinte, du machst trotzdem das aus dem Tag, worauf du Bock hast. Ein ganz, ganz simpler Satz, eigentlich gar keine Aussagekraft. Aber der hat mich nochmal wirklich daran erinnert, wenn du morgens aufstehst, entscheidest du, was du aus dem Tag machst oder nicht. Und wenn du in deinem Trott gefangen bist und einfach super negativ bist, hör auf rumzuheulen. Von alleine tut sich nichts. Und du musst dir immer überlegen, egal was du bisher gemacht hast, egal was gut war, was schlecht war. Ich kaufe dir ab, dass du scheiß Erfahrungen gemacht hast. Ich kaufe dir ab, dass du es schwer hattest, dass du es immer noch schwer hast. Kaufe ich dir komplett ab. Aber das kann nicht die Rechtfertigung sein für dein bisheriges Leben. Das kann nicht sein, dass du sagst, ich werde mein zukünftiges Leben einfach so geschehen lassen. Das, was du bisher gemacht hast, hat genau dazu geführt, wo du gerade bist. Wenn du gerade super glücklich mit deinem Leben bist, dann hast du vorher vieles richtig gemacht. Wenn du gerade nicht glücklich bist, wenn du, keine Ahnung, Ferrari fahren willst, warum auch immer, ja, wenn du ein Ferrari haben willst oder sagst, ein Ferrari wäre schon geil, dann heißt das nicht, ja, wenn ich einen Ferrari bekommen würde, würde ich ihn fahren, aber hier und da, dann heißt das, du fändest schon cool, einen Ferrari zu fahren. Ob es der Aufwand wert ist, dir einen Ferrari leisten zu können, ist eine ganz andere Frage. Aber wenn du sagst, ich würde schon gerne einen haben, dann probier es doch wenigstens mal aus, dahin zu kommen. Probier es doch wenigstens mal aus. Das, was du bisher gemacht hast, hat dich genau zu diesem Standpunkt gebracht, wo du gerade bist. Erwarte nicht, dass wenn du genau das Gleiche für die nächsten Wochen, Monate und Jahre machst, dass sich irgendwas in deinem verdammten Leben ändern wird. Das ist die dümmste Denkweise, die ich jemals gehört habe. Glaub nicht, dass irgendwann, wenn du bist 30 Jahre alt, vielleicht bist du gerade 20, 30 Jahre alt, wenn du in 30 Jahren auf ein Wunder gewartet hast, dass sich morgen was ändert, dass sich nächste Woche was ändert und es nicht passiert ist in 30 Jahren, hast du die gleiche Wahrscheinlichkeit, dass es in den nächsten 30 Jahren auch nicht passiert. Das heißt also, du kannst gerne noch 30 Jahre warten, dann sprechen wir uns gerne nochmal wieder und du sagst, Scheiße hätte ich mal. Dass du, wenn du sagst, ich will eine Person werden, die super fit ist, die super viel Geld hat von mir aus, die, keine Ahnung, super gesund ist, die inspiriert, keine Ahnung, was auch immer. Wenn du die Person nicht bist, da ist das deine Schuld. Du kannst aber diese Person werden. Und wenn du die Person gerade bist, die noch kein Geld hat, aber Geld haben will, dann bist du diese Person nicht, die Geld hat. Du bringst dein das Skillset nicht mit, um Geld zu haben. Ich musste es ganz, ganz bitterböse selber spüren. Ich habe 5 Jahre studiert, habe gearbeitet, ein duales Studium gemacht, nebenbei Fortbildung gemacht, alles Mögliche. Ich war nicht die Person, ich hatte nicht das Skillset, um hier hinzukommen. Aber das Schöne ist, dass wir diesen Weg gehen können und gehen müssen, um dahin zu kommen. Wir können diese Person werden. Und egal, was du dir jetzt denkst, wir haben keine Identität, die uns sagt, wir sind
Wir sind eine Person und wir können nichts dagegen tun. Wenn du unpünktlich bist, und da sage ich dir jetzt ganz deutlich ins Gesicht, wenn du unpünktlich bist, setzt du deine Prioritäten absolut ekelhaft. Wenn ich mich mit einer Person treffe und die unpünktlich ist, weiß ich sofort, ich werde weder eine Beziehung noch werde ich Business mit ihr machen. Egal wie stressig es ist, egal was du gerade gemacht hast, es ist eine Sache der Priorität. Wenn du irgendwelchen WhatsApp-Nachrichten nicht antwortest, ja, einige von euch antworte ich regelmäßig und immer schnell, anderen kann ich nicht so schnell antworten. Auch da sage ich, das ist eine Sache der Priorität. Natürlich. Ihr könnt mir nicht erzählen, wenn ihr eurem besten Freund, eurem besten Freundin, eurer Mutter 2 Tage nicht zurückschreibt, dass ihr es nicht geschafft habt. So, macht euer scheiß Netflix mal aus. Geht, wenn ihr auch einen stressigen Arbeitstag habt, könnt ihr auf Toilette gehen. Ihr esst. In meinem Leben habe ich schon während des Essens WhatsApp-Nachrichten geschrieben. Ich Monster. Ich habe sogar auf der Toilette Sprachnachrichten gemacht. Ich Monster. Ich habe Sachen möglich gemacht, die anscheinend für viele unmöglich gelten. Alles, was ich euch damit sagen möchte, ihr müsst in eurem Kopf diese ganz, ganz bescheuerten Verknüpfungen einfach mal aufheben. Ihr habt ganz, ganz viele komische Sachen connected, dass ihr Zeit eintauschen müsst, um Geld zu bekommen. Je mehr ihr arbeitet, desto mehr Geld bekommt ihr. Je mehr ihr nett seid zur Chefetage, desto eher werdet ihr befördert. Da macht ihr euch doch zur Marionette, wenn ihr sowas macht. Ihr tauscht das Wertvollste, was wir überhaupt haben. Der Luxus unseres Zeitalters ist Zeit. Ihr tauscht irgendwas gegen Geld. Ihr tauscht einfach das Wichtigste gegen was auch Wichtiges und müsst es damit aufwiegen. Wie wäre es, wenn ihr euch beides nehmt? Wie wäre es, wenn ihr für beides arbeitet? Und das Gesamte, Zeit und Geld, ist die verdammte Unabhängigkeit, in die wir doch alle wollen. Erzählt mir doch nicht, dass ihr was anderes haben wollt und dass ihr die drei Menschen seid, die Ausnahmen, die kein Geld brauchen oder keine Zeit wollen. Wir alle haben unsere Laster zu tragen, Leute. Ich fühle euch komplett. Ich fühle euch komplett. Und ich bin nicht jemand, zu dem man aufsehen muss. Ich bin nicht jemand, auf den man runterspucken muss. Ich sitze im gleichen fucking Boot wie jeder andere von uns hier auch. Aber ich habe einen ganz großen Fortschritt gemacht. Ich war ehrlich zu mir selbst. Ich habe gecheckt, dass ich in Deutschland keinen Bock habe, mir von irgendwelchen Leuten in Düsseldorf auf der Kö, die sich irgendeinen Pelzmantel gekauft haben und sich einen Porsche geleast haben, dass ich mich wie ein Hund behandeln lassen muss, weil ich da halt ganz normal mit meinen Victory-Schuhen von Deichmann rumlaufe und doof angeguckt werden muss, weil ich halt 20 Euro statt 200 Euro für Schuhe ausgebe oder was auch immer. Ich habe mich davon frei gemacht, von dieser ganzen negativen Denkweise. Ich mache mich auch frei, von irgendwelchen Instagram-Accounts mir Motivation zu holen. Motivation ist Großteil im Leben, aber Motivation ist nicht alles im Leben. Ihr müsst verdammt doch mal ehrlich zu euch selbst sein. Ihr müsst zumindest eine grobe Vorstellung haben, was ihr wollt. Oder zumindest ein viel wichtigeres Ding, was ihr nicht wollt. Und dann müsst ihr Disziplin haben. Dass die meisten Leute, ich sehe das, dann irgendwelche Network-Marketing-Geschichten fangen dann an, melden sich irgendwo an, posten 2 Beiträge auf Instagram und wundern sich, dass sie damit kein Geld verdienen. Ja, Liebe geht raus an die, die sich gerade angesprochen fühlen. Wundern sich, dass es nicht funktioniert. Was glaubt ihr, dass sofort Leute zu euch kommen und euch diesen Scheiß abkaufen? Denkt doch erstmal, was ihr selber machen würdet. Genauso gehe ich im Trading auch ran. Genauso habe ich die Wall Street Story aufgebaut. Was würde ich mir selber wünschen von Leuten, von denen ich lerne? Das ist das, was ich anbiete. Das ist das, was ich mache. Was würde ich mir selber wünschen? Und ich arbeite genau daran, dahin zu kommen, was ich mir selbst fürs Leben wünschen würde. Wenn meine Frau irgendwann schwanger wird, ja, wenn ich eine Frau habe und die schwanger wird, will ich doch nicht, dass die bis zur letzten Minute arbeiten muss, hochschwanger, um dann 1,5 Monate im Mutterschutz zu gehen, um sich dann Gedanken zu machen, okay, es ist mein Kind irgendwie 9 Monate alt oder ein halbes Jahr alt oder was auch immer, kann in irgendeine Beherberge gehen, damit ich wieder ge arbeiten gehen kann, damit ich wieder Geld für die Miete zubringe. Was ist denn das für ein Leben? Und wir sind gesegnet in der heutigen Zeit, ganz, ganz viele Möglichkeiten wahrzunehmen. Aber was machen wir? Wir haten, wir sind toxisch, wir sind mies gelaunt, wir gehen negativ anderen Menschen gegenüber, weil wir denen alle nichts Gutes wünschen, weil wir selbst nicht
den Scheiß, den Shit einfach facen. Wir schauen dem Shit nicht selbst in die, ins Gesicht. Ich will, dass ihr eine Sache von heute einfach mitnehmt. Das Ganze ist hier, das Ganze ist einfach von der Leber weg. Das sind einfach Dinge, die mir ganz, ganz wichtig sind, dass ich zumindest das Menschen weitergebe. Mach dir erstmal Gedanken, was du hier überhaupt machst. Was ist dein Grund, warum du morgens aufstehst? Und wir posten diese Sprüche, wir reposten die bei Instagram. Ja, wunderbar, bei Facebook. Wir haben die geilsten Captions unter unseren Posts. Aber wir wissen gar nicht mal selbst, warum wir morgens aufstehen. Ich weiß, warum ich morgens aufstehe. Ich will meiner Leidenschaft nachgehen, dem Sport und dem Trading. Ich will mit meinen Partnerinnen und Partnern, mit meinen Freunden, mit meinen Businesspartnern, will ich Zeit verbringen. Ich will die Zeit so einteilen, wie ich Bock habe. Ich will ein geiles Auto fahren. Ich will geil essen gehen. Ich will das machen, was mich richtig erfüllt. Und dann bin ich auch da im Moment. Wenn ich in dem Moment, in dem ich in einem geilen Auto zum Fitnessstudio fahre, wenn ich diesen Moment habe, in einem Land, in dem es unfassbar geile Temperaturen gerade gibt, wo ich mir keine Gedanken über Sicherheit, über Kriminalität machen muss, in diesem Moment bin ich da, weil ich nicht irgendeinem Mist hinterher trauere oder mir Gedanken mache, was wäre, wenn. Ich habe die Möglichkeit, in diesem Moment real da zu sein, diesen Moment zu fühlen. Und das können die meisten von uns nicht, weil links und rechts irgendwas ist und so viel toxischer Mist links und rechts kommt, dass wir gar nicht wissen, was überhaupt links oder was überhaupt richtig und was überhaupt falsch ist. Überleg dir erstmal, was du überhaupt machst. Und das Zweite ist, wenn du irgendwas wieder repostest, wenn du irgendeine Idee hast wieder, was im Leben wichtig ist, überleg dir mal, was dir wichtig ist. Und hör auf, den Rat von anderen Menschen anzunehmen, Mann. Hör auf, den Rat von anderen Menschen anzunehmen. Wenn ich den Rat von anderen Menschen angenommen hätte, dann wäre ich immer noch fett, würde irgendwo wahrscheinlich an der Kasse arbeiten, nichts gegen Kassenmitarbeiter und würde immer noch Leute beleidigen und mies sein, dass andere Leute irgendwie, keine Ahnung, ein tolles Auto haben, dass irgendwelche anderen Leute Klamotten, tolle Klamotten anziehen können. Sei ehrlich zu dir selbst, Mann. Lern ehrlich zu dir selbst zu sein. Und dann mach das Maul auf. Und bevor du das Maul aufmachst, mach erstmal. Mach erstmal und probier mal Sachen aus. Zu scheitern ist nichts Schlimmes. In Deutschland werden wir so bestraft. Wir bleiben sitzen in der Schule. Wir kriegen, keine Ahnung, blaue Briefe. Scheitern, ey, wenn ich irgendwas mache und das schief geht, dann lerne ich daraus. Für mich ist mittlerweile, wenn irgendwas so schief geht, ich habe gar keinen Kopf, dass ich mir denke, oh fuck, dass ich das gemacht habe. Einige von euch wissen, dass in der Vergangenheit bei mir einige Klötze passiert sind. Ich traue dem doch nicht hinterher und denke mir, oh, hier und da. Ich mache es besser, weil ich bestimmte Sachen gelernt habe und ich dankbar bin. Ich bin nicht demütig und sage, oh, vielen, vielen Dank, dass mir das passiert ist. Aber ich weiß, die Scheiße machst du nicht nochmal. Und ich habe daraus gelernt und kann weitermachen. Kann weitermachen und kann darauf aufbauen, weil das Erfahrungen sind. Ihr macht Erfahrungen im Guten wie auch im Schlechten. Ihr macht immer Erfahrungen, aber ihr seid teilweise auch Hohlköpfe und macht einfach weiter. Ihr lernt da nicht draus. Und es wird uns alle treffen, dass wir irgendwann mal eine Scheißsituation haben. Und ihr entscheidet, es ist die eigene Verantwortung, was ihr daraus macht. Ein Autounfall müsst ihr nicht entschuldigt gewesen sein. Aber euch liegt das in der Verantwortung, ob ihr einen Monat danach immer noch nachtrauert und sagt, oh, hätte ich mal, wäre ich mal nicht einkaufen gefahren, hätte ich mal das Fahrrad genommen. Oder einfach sagt, ja, es ist passiert. Da muss ich halt jetzt eine extra Schicht arbeiten, um das wieder reinzuholen. Oder ich mache mir mal ein paar Gedanken in meinem Leben und weiß, wohin ich hin will. Nichts ist schlimmer, als wenn ihr einfach rumdümpelt, ohne in irgendeine Richtung zu gehen. Und wenn ihr nicht wisst, worauf ihr Bock habt, wenn ihr nicht wisst, was gut ist, macht euch wenigstens Gedanken darüber, was nicht gut ist. Und was nicht gut ist, versucht das mal wenigstens zu reduzieren, um den Fokus hier ein bisschen drauf zu legen. Und eine Sache ist mir noch ganz wichtig. Hört auf, so viel zu labern. Lernt einfach mal ein bisschen mehr zu machen. Setzt das einfach mal um, bevor ihr wirklich irgendwelchen Leuten Ratschläge gibt. Ich mache das gleiche Webinar noch mal kurz neu auf. Ein, zwei Sachen habe ich noch zu sagen, dann machen wir Ende für heute. Gleiches Passwort, gleiche ID, direkt wieder reinkommen. Hallo. Ich hoffe, ihr hört mich wieder. Ein wichtiger Punkt, den will ich hier auch noch kurz mitgeben. Ja, ein nächster wichtiger Punkt. Ganz einfach, ganz einfach.
Ich hatte das Ziel, erklärt mich für behindert, ich wollte 1 Million Euro auf dem Konto haben. Ich wollte 1 Million Euro verdienen, ich wollte Millionär sein. Erklärt mich für behindert, das ist für viele von uns gar kein Ziel, ist in Ordnung. Ich habe mir irgendwie überlegt, pass auf, alle Leute sagen immer, du brauchst einen Mentor, du musst das irgendwie lernen. Das Erste, was ich gemacht habe, ich habe mir Bücher gekauft. Ihr könnt das, ihr sollt das auch so machen, wenn ihr gerne lest und so weiter und so fort. Ich habe für mich irgendwann beschlossen, Bücher ist viel Gelaber. Glaubt mir, ich habe ein eigenes Buch geschrieben, das sich mittlerweile sehr, sehr gut verkauft hat. Und ich denke mir, was ich da für einen Mist reinschreibe. Welcher Mensch soll denn von mir tatsächlich was lernen? Ich habe nichts im Leben erreicht. Ich bin irgendein kleiner Dödel, irgendein Unbelang. Ich bin einer von Milliarden Menschen auf dieser Welt. Und ich habe ein Buch geschrieben und Leute lesen das. Das heißt, selbst wenn ich da irgendeinen Mist reingeschrieben hätte, um Millionär zu sein, musst du einfach dich dreimal rückwärts im Kreis drehen, würden Leute mir das vielleicht abkaufen. So habe ich bemerkt, dass einige von diesen ganz erfolgreichen Menschen, die ein Buch geschrieben haben, vielleicht ja auch nicht den Heiligen Gral gefunden haben. Da habe ich aber geguckt, was alle die Leute verbindet. Und das ist, dass die vor allem einfach mal machen. Einfach mal durchziehen, nicht so viel labern. Jetzt bin ich hier in Dubai und habe einige sehr, sehr schwere Menschen kennengelernt. Damit meine ich nicht das Gewicht, sondern damit meine ich die Kontostände. Ja, wirklich 40, 50, 60 Millionen. Es gibt sogar jemanden hier von Wir kaufen dein Auto. Habe ich einmal ganz kurz sehen dürfen. Einer der reichsten Menschen auf der Welt. Ja, ich denke, ihr wisst, wen ich meine. Wohnt ja auch lebt hier in Dubai. Es gibt auch ein paar Namen zu nennen, zum Beispiel was Prinz Markus und sowas lebt hier auch. Ganz, ganz reiche Menschen. Und ich habe einige Menschen von diesen kennengelernt und habe gemerkt, dass die genauso hohl sind wie ich. Ich dachte, die wären super intelligent, die wären super begabt und so weiter und so fort. Und ich habe festgestellt, dass einige komplett verballert sind. Komplett verballert. Ja, und trotzdem reich sind, trotzdem erfolgreich sind, trotzdem ein Leben gelebt haben, wovon ich sehr, sehr lange geträumt habe. Ich habe irgendwann gecheckt, dass diesen Leute eine Sache verbindet. Und das ist, dass die nicht so viel labern, sondern mehr machen. Und sowas kannst du auch nicht in Bücher rausfinden. Es gibt ja ganz, ganz viele, die sich Bücher über Bücher kaufen, aber da steht auch sehr, sehr viel oberflächlicher Mist drin. Rich Dad, Poor Dad werden die meisten von uns sagen, geiles Buch. Ich finde auch, das ist cool geschrieben, das macht Bock auf mehr, aber es hilft dir nicht, irgendwas zu machen. Es hilft dir nicht, tatsächlich ins Handeln zu kommen. Mir zumindest nicht. Was ich mir dann überlegt habe, ist, pass auf, wenn du Millionär werden willst und du irgendeiner Person fragen willst, wie du Millionär wirst. In Deutschland leben 81 Millionen Menschen. Von diesen 81 Millionen Menschen sind ungefähr 1 Million Menschen Millionär oder Millionärin. Verrückt. Würde bedeuten, wenn ich 81 Menschen frage, wie werde ich Millionär, kriege ich von einer Person, nämlich ein 81. eine Antwort, der ich vertrauen kann. Ihr seht ja auf Instagram Milliarden Accounts, Finanzen und so weiter und so fort. Wenn alle diese Leute so erfolgreich wären, wie sie es darstellen, so viel Geld würde es gar nicht geben. Dann hätte Jeff Bezos nicht so viel Geld, dann hätte Bill Gates nicht so viel Geld, keine Ahnung. Ja, aber wenn jede Person so erfolgreich wäre, hätten wir viel, viel mehr Milliardäre, Millionäre, da müsste viel mehr Geld gedruckt werden. Was ich gelernt habe, ist, dass du ganz wenigen Personen wirklich Informationen abkaufen kannst. Ja, ob es im Trading zum Beispiel, ob egal welcher Person es bist, ob Leute mir das abkaufen, scheißegal. Darum soll es gar nicht gehen. Was ich gemerkt habe, viel mehr daraus, dass ein 81. mir eine gute, valide Antwort geben können, bedeutet, wir müssen der Masse misstrauen. Wir müssen das, was die Masse macht, in Frage stellen. Und das hat mir ganz krass die Augen geöffnet. Und vor allem müssen wir das mal ein bisschen weiterspielen. Ich habe gelernt, dass wenn ich nur einer Person von 81 wirklich, wirklich handfeste Informationen bekomme, wie ich 1 Million bekomme, wie sie es geschafft haben, dann bedeutet das für mich, dass die anderen 80 Stück, die hier noch übrig sind, nicht nur keinen Plan haben, sondern dass die meisten sogar negativ sind. Und das ist das deutsche Phänomen. Die sind total destruktiv. Das heißt, die sagen dir nicht, wie du 1 Million bekommst, und die sagen dir, 1 Million zu haben ist scheiße.
und die bewerten deinen Traum. Die nehmen die sich das Recht raus, die Autorität, dir zu sagen, was du vorhast, absoluter Müll. Funktioniert nicht, sollst du nicht, brauchst du nicht. Jetzt habe ich von Freunden, von Familien genau das mitbekommen. Zum Beispiel, Millionär zu sein, brauchst du doch nicht. Das ist die nette Form. Die unnette Form war zum Beispiel, schaffst du doch gar nicht. Du gehst nach Dubai, du kommst doch sowieso wieder, du scheiterst doch sowieso. Was willst du, kleiner Lurch in Dubai? Da hast du doch gar nichts zu melden. Als ob du dich da über Wasser halten kannst. Das ist doch nichts für dich. Englisch kannst du doch sowieso nicht so gut sprechen. Und so weiter und so fort. Schuster, bleib mal lieber bei deinen Leisten. Was ich gemerkt habe, über die Zeit, und das ist ein sehr, sehr schmerzhafter Prozess, du musst dich diszipliniert und mit voller Kraft gegen die Meinung anderer stellen. Wenn du wirklich willst, was du träumst, wenn du wirklich willst, wenn du wirklich irgendwo hin möchtest, musst du deine gesamte Kraft, deinen gesamten Fokus darauf lenken, dass du dir selbst vertraust. Weil das Problem ist, es gibt nicht nur die Ja-Sager, es gibt nicht nur Supporter. Wenn mein Bruder zu mir gekommen ist und gesagt hat, Alter, ich habe eine Geschäftsidee, und die waren behindert teilweise, Leute, das glaubt ihr nicht, die waren bescheuert, und ich habe ihm immer gesagt, zeig mal, könnte bestimmt sein, lass mal gucken, wie wir das hinbekommen. Lass mal gucken, wie man da herangehen kann. Ich bin mit meinen Ideen zu Studenten, also zu Kommilitonen gegangen, hier und da, ich will das und das machen, funktioniert da sowieso nicht. Bringt doch gar nichts. Du, Coaching, Mentoring im Trading, du hast ja gar nichts mit Finanzen zu tun, du hast doch gar keine Ausbildung, du hast doch gar nicht BWL studiert, VWL studiert, was willst du den Leuten denn beibringen? Ich habe irgendwann gemerkt, dass ich meine ganze Kraft brauche und Disziplin, mich auf mich zu fokussieren und mein Ding zu machen. Ich muss noch nicht mal meine Träume vor anderen beschützen, weil das geht nicht. Du kannst nichts beschützen vor anderen. Die werden sowieso kommen und die werden sowieso schlecht reden. Was ich aber gelernt habe, und das hat mir unglaublich Kraft gegeben, wenn mir eine Person von 81 richtige Informationen gibt, und die restlichen 80 Stück falsche Informationen gibt, dann sind die falschen Informationen die Bestätigung für das Richtige. Diese Denkweise, diese Herangehensweise hat mein komplettes Game gechanged. Diese komplette Herangehensweise hat das komplette Game für mich gechanged. Irgendwann zu erkennen und zu sagen, pass auf, wenn ich abgelehnt werde, wenn meine besten Freunde sagen, mach das nicht. Und als ich mit Instagram angefangen habe, ja, ich habe irgendwann im April, als ich die ersten 2 Wochen hier in Dubai war zur Probe und Instagram-Beiträge hochgeladen habe, glaubt mir, da kamen so viele dämliche Kommentare. So viele dämliche Kommentare. Und das Problem ist, ich war sehr, sehr unsicher. Das heißt, ich habe mir irgendwo erhofft, von Freunden, Familie das Feedback zu bekommen, du machst das gut, du packst das. Die Leute können dir aber nicht in den Kopf gucken. Die wissen nicht, was du brauchst. Die meinen das vielleicht noch nicht mal böse. Aber über irgendwas lustig machen, ist ganz, ganz schlecht. Wenn du im Fitnessstudio bist, Bank drücken und die Stange auf der Brust liegen hast, ja, obwohl es nur 5 Kilo pro Seite sind, du willst nicht hören, dass irgendwelche Leute über dich lachen. Schadensfreude ist eine ganz, ganz ekelhafte Form der Freude. Wenn du mit dem Fahrrad irgendwie wegrutschst oder sowas, selbst wenn du dir nicht wehtust, Schadensfreude zu lachen, ist eine ganz, ganz uncoole Sache. Weil die gibt anderen Menschen ein positives Gefühl in einem für dich negativen Gefühl. Und das ist sehr, sehr schwer und das ist sehr, sehr verletzend. Gerade wenn du selbst unsicher bist. Wenn du unsicher bist, gibst du viel Wert auf die Meinung anderer. Dein Problem beginnt nicht in der Meinung anderer, dass andere Menschen doof sind. Das ist was, worauf du wieder keinen Einfluss hast. Das Problem beginnt in deiner Unsicherheit. Das hier kannst du nicht kontrollieren. Das hier kannst du kontrollieren. Dein Fokus, spätestens bitte ab heute, probiert es einfach mal. Nimm dir mal die paar Wochen Zeit und probier es mal. Fokus auf das, was du kontrollieren kannst und nicht auf das, was du nicht kontrollieren kannst. Mach dir Gedanken darüber, in deiner Freizeit, auf der Arbeit, was du kontrollieren kannst. Ob du von deinem Chef oder deiner Chefin eine Gehaltserhöhung bekommst, weil du gerade die glücklich Auserwählte bist oder der glücklich Auserwählte, kannst du nicht beeinflussen. Dass du deine Arbeit gut und gewissenhaft machst, dass du nicht irgendwie aus der Kaffeekasse 5 Euro zockst oder was auch immer, darauf hast du Einfluss.
Du hast keinen Einfluss darauf, ob deine beste Freundin dir bei WhatsApp schreibt und dir schreibt, okay, wie geht's dir? Ja, wenn du gerade eine Trennung hinter dir hast. Du hast aber Einfluss darauf, zu deiner Freundin zu gehen und zu sagen, mir geht's gerade scheiße, hast du ein Ohr für mich? Wenn die Freundin dann sagt, ah, ist gerade schlecht, sagt das nicht viel über dich aus, aber sehr, sehr viel über sie. Rückschlüsse für dich, vielleicht ist das gar nicht so eine gute Freundin. Was du aber in diesem gesamten Prozess reflektieren kannst, ist, worauf hast du Einfluss? Ihr wisst, die meisten von euch wissen, ich bin Trader. Ich habe keinen Einfluss darauf, was die Märkte machen. Ich habe aber Einfluss darauf, wie viel ich riskiere, wann ich in den Markt gehe und wann ich rausgehe. Entsprechend sage ich nicht, oh Scheiße, dass Corona passiert ist, Scheiße, dass die ganzen Aktien eingebrochen sind. Ich überlege mir, was kann ich tun in der Zeit? Was kann ich machen? Und dieses prozessorientierte Denken ist das, was euch wirklich voranbringt. Nicht aufs Ergebnis, nicht zu sagen, ich will 1 Million Euro haben. Das ist ein ganz, ganz großer Fehler, den ich gemacht habe. Ich wollte zu meinem, was war das? Ich glaube 2019, genau, 2019, zu meinem 27. Geburtstag, 16. April, wollte ich Millionär sein. Ich habe dieses Ziel um einige Zeit verfehlt. Aufgrund dessen, weil ich mir gedacht habe, diese smarte Ziele setzen, spezifische Zeitpunkte, das ist zwar ganz cool und ganz gut, wenn du ein bestimmtes Ziel und ein bestimmtes Datum hast, das ist aber sehr, sehr ergebnisgesteuert. Und in deinem Ergebnis haben immer bestimmte Dinge Einfluss. Bestimmte Dinge, die du nicht kontrollieren kannst. Die Prozesse, die du einleitest, darauf hast du aber Einfluss. Alles, was von dir ausgeht. Und wenn du ein Gefühl dafür entwickelst, wenn du deinen Fokus darauf legst, worauf du überall Einfluss nehmen kannst, kannst du die Dinge steuern. Du kannst vielleicht keinen Einfluss darauf nehmen, dass du sagst, nächste Woche habe ich ein Sixpack. Kann vielleicht passieren, kann nicht passieren. Aber du kannst jede Woche, du kannst 5 Tage die Woche ins Fitnessstudio gehen. Du kannst auf deine Ernährung achten. Du kannst mehr schlafen. Du kannst Fettburner nehmen, was auch immer. Ja, das heißt also, überleg dir, was kann mich dahin führen, das zu machen? Und alles, was ich jetzt im Leben mache, für mich funktioniert sehr, sehr gut, ist zu überlegen, worauf habe ich Einfluss und was kann mich da irgendwo hinbringen, wo ich hin will. Die Person, die da ist, was die alle meine Träume lebt, die bin ich gerade nicht. Ich bin irgendwo hier vielleicht. Die Fähigkeiten habe ich noch nicht. Aber es gibt einen Prozess, der mich diese Fähigkeiten erlangen lässt. Und darauf liegt der Fokus. Und alle Menschen, die von außen kommen und mir Negativität geben, die sagen, das schaffst du nicht und so weiter und so fort, die bestätigen mir, dass ich eine Sache genau richtig mache, weil die Masse nicht das lebt, wo ich hin will. Ich wollte in C63 fahren, ich wollte in Dubai leben, ich wollte reich sein. Und alle Leute, die nicht in Dubai gelebt haben, nicht den C63 gefahren haben, nicht reich gewesen sind und mir Tipps gegeben haben, haben mir irgendwann gar nicht mehr geschadet. Weil ich gemerkt habe, die Ablehnung von der Masse bestätigt mich in dem, wo ich hin will. Bestätigt mich, dass ich anders bin als die Masse. Und wenn du die eine Person von 81 sein willst, warum auch immer, oder irgendeine andere Statistik, du willst eine Person von 50 sein, die ein Sixpack hat. Du willst eine Person von 20 sein, die seine Frau liebt oder seinen Mann liebt. Dann kannst du die anderen, die das nicht haben und dir Negativität geben, das ist eine fucking Bestätigung. Das ist scheißegal, ob die das gut finden oder nicht. Die werden das nicht gut finden, die werden dir das negativ reden und nicht, weil die sagen, du kannst das nicht schaffen oder hier und da, sondern einfach, weil es nicht in ihrem Horizont ist. Jeder Rückschlag, den du bekommst, ist verdammt nochmal Bestätigung für das, was du machst. Und das musst du checken. Je mehr Leute mir gesagt haben, das packst du nicht, jetzt in Aktien zu investieren. Ich habe so viel Geld, was ich damals hatte. Für mich war super viel Geld in Aktien gesteckt. Die haben gesagt, Aktien ist doch Glücksspiel und keine Ahnung was. Ihr habt es auf Instagram gesehen, dass ich mir jetzt, das ist klein, das ist mittlerweile kein bedeutendes Geld mehr, muss ich ehrlich sagen. Das sind jetzt 17.000 Euro, die ich bekomme. Das ist viel Geld, definitiv. Aber davon hängt nicht mehr mein Leben ab. Ist jetzt nicht gut, ist jetzt nicht schlecht. Es ist einfach ein Fakt. Aber je mehr Leute mir irgendwann gesagt haben, ich würde nicht in Aktien investieren, desto mehr wusste ich, jetzt musst du in Aktien investieren. Und wenn du mit diesem Mindset rangehst, dann kannst du die intrinsische Motivation holen, intrinsisch, und dich selbst motivieren und sagen, ich will das oder ich will von irgendwas weg.
ja, ich will von irgendeinem Schmerz weg. Und wenn du unsicher bist, arbeitest du an deiner Sicherheit und du erkennst, dass diese Unsicherheit, die attackiert wird von anderen, die eigentlich Bestätigung gibt und dir deine Sicherheit geben sollte. In diesem Sinne, macht euch einen schönen Abend, macht euch eine schöne Woche. Denkt einfach mal an die Liste. Wer das wirklich ernst nimmt, vielleicht ist mir das ein Zehner bei PayPal wert. Muss ich mir nur überlegen, ob ich die Leute auch noch belohne, die versuchen, was aus ihrem Leben zu machen. 3, 4, 5 Stück bestimmt. Ich wette von den Leuten, die hier da sind, noch nicht mal 10% wird mir eine Liste schicken nach 4 Wochen und genauso eine Liste gemacht haben. Ihr könnt die Sachen auch schwärzen. Ihr müsst mir noch nicht mal die Liste schicken. Mich würde einfach mal interessieren, wer mir nach 4 Wochen wirklich ein Ergebnis sagen kann, ich habe mir die Liste gemacht, was ich mache, weil es mir gefällt, was ich mache, weil es zweckgebunden ist und was ich mache, weil es scheiße ist. Wer das macht, überlege ich mir, ob der einen Zehner einfach per PayPal bekommt. Von dem Zehner kannst du dir sogar ein Gewerbe in Deutschland anmelden. Und dann können wir weiterreden. In dem Sinne, schönen Abend, Leute.